So, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry 3. Und wie sich einige hoffentlich noch daran erinnern können, hatten wir letztes Mal das Problem, dass wir zu den Drogenwäldern kommen sollten und keine Tiere gespawnt sind und bla. Und ich dann sogar zwei Aufnahmen komplett verkackt habe, weil einfach keine Objekte und Tiere gespawnt sind. Jetzt habe ich die Mission komplett neu gestartet, habe bis hierhin nochmal durchgespielt und da kommt auch schon die Anweisung Reach the Drugfields und das machen wir, auch jetzt gleich. Wir haben hier direkt schön ein Auto, das passt perfekt. Die Sniper habe ich jetzt nochmal ausgetauscht gegen den Flammenwerfer, den wir natürlich brauchen für die Felder. Als Zweitwaffe dabei habe ich die Pistole, weil die einfach schallgedämpft ist und ich hoffe, dass ich damit ein bisschen leiser aufräumen kann. Also, dass das da nicht gleich von Anfang an so ein Riesenmassaker gibt, weil da habe ich echt keinen Bock drauf. Das... Warte mal, das war doch hier unten. Hier waren wir doch schon mal so weit an der Stelle. Und hier war irgendwo ein Drachen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das stand hier. Wie gesagt, das stand hier. Ja gut, dann fahren wir dann mit dem Auto runter natürlich. Aber nicht direkt. Das wäre ein bisschen dumm. Sondern hier lang. Sorry. Okay. Tschüss. Die werden wir auf jeden Fall mal los. So, hier aussteigen und dann gucken wir uns hier mal um, wie es denn hier so aussieht. Situationsmäßig. Jetzt die Frage, sind wir jetzt an den unteren oder oberen immer noch? Ich glaube, wir sind hier immer noch an den oberen Drogenfeldern. Das ist natürlich jetzt ein kleines Problemchen, weil wir eigentlich zuerst die unteren anzünden sollten hier. Weil wir dann die Aufmerksamkeit ein bisschen ablenken können. Weil die da unten schwerer sind anzuzünden, weil da mehr Leute sind. Das war Nummer 3. Mann, ich liebe dieses Ding. Lol. Okay. Das finde ich jetzt cool, dass wir jetzt hier schon 3 geschafft haben, dann... ja. Cool. Das ist echt viel Gras. Ja, korrekt. So, da haben wir 2. Markieren wir uns doch... Ups. Nein! Das Ding, ja. Okay, gucken wir hier mal. Da hockt noch einer und da hinten scheint keiner mehr zu sein. Okay. Bitte auch die andere Waffe. So, der da oben guckt auch nicht. Nee, okay. Dann holen wir uns mal still und heimlich den da hinten. Hab dich, du Pisser! Scheiße. Rückzug, Rückzug! Du bist still. Zurück! Lass den nicht zum Boot! Will ich doch gar nicht. Alter. Ist ja gut, ist ja gut. Bleibt mal locker, Leute. Locker bleiben. Aua. Ah, Alter. Ah. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Jetzt haben wir aber echt mal Glück gehabt, du. Ey, und das alles hier schön mit Pistole, ey, heftig. Fresse halten. Ah.
Gut, dass hier die Kiste ist, ey. So. Scheiße, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Oh Gott. Ja, okay, wir sind tot. Oh weh, oh weh. Ich sehe schon, das wird ein bisschen komplizierter. Okay, da müssen wir jetzt leider doch ein bisschen vorsichtiger rangehen. Müssen wir jetzt alles nochmal machen oder sind die jetzt hier schon abgebrannt? Ich weiß es nicht. Jetzt warten wir, jetzt gehen wir mal nochmal da hinten lang. Okay, die sind eigentlich noch nicht abgefackelt. Ja, aber hier sind noch keine Leute da, von dem her. Fackeln wir die jetzt hier mal easy going, einfach mal tschüss. Und tschüss. Okay. Die können wir schön wegbrutzeln. Und die hier sind doch alle schon weggebrannt und die auch. Dann müssen wir einfach nur noch die hier unten holen, oder? Ne, auch nicht. Die sind auch alle schon weg. Hm. Jetzt warten wir erstmal, bis wir hier die Punkte kriegen für die. Kabum. Die geht auch gleich hoch hier. Kabum. Tja. Jetzt aber. Scheiße. Jetzt aber. Ey. Kommt schon. Helfen ein bisschen nach. Ja. Ist das jetzt hier bitte mal? Reach the fishing village. Okay. Ah, okay, dann haben wir das tatsächlich jetzt geschafft hier, die Mission. Dann ist wahrscheinlich gerade durch unsere Brandaktion im Haus, die restlichen Felder auch abgebrannt hier, unten die. Das hier und das hier. Vermute ich mal. Und deswegen haben wir da jetzt für die Punkte gekriegt. Obwohl wir eigentlich ja gar nichts getan haben. Aber egal, jetzt, oh Gott. Hoppala. Doch, große Sorge. Alter, das war jetzt echt Dusel, ey. Und zwar müssen wir jetzt, glaube ich. Hey, nicht herdrehen. Wir müssen jetzt zu diesem Boot runter und das mit dem Raketenwerfer abschießen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber ich bin am Überlegen, ob ich mich nicht vorher die Typen hier hole. Einfach aus reiner Vorsicht. Weil die kommen nachher dann und dann sind wir am Sack. Nachladen. Oh Gott. Die beladen das Boot noch. Lass ihn nicht ran. Ja, da muss ich euch enttäuschen, Leute. Daraus wird wohl nichts. Ich mach dich fertig. Ja, würde ich auch sagen. Tschüss, Lisa. So. Na ganz toll, jetzt haben wir natürlich keine Waffe mehr. Jetzt Moment mal, jetzt tauschen wir mal die hier gegen die hier aus. Ja,
Tschüss. Okay. Schütz das Boot, verdammt nochmal! Da ist irgendwo einer. Zup. Tschüss. Geht doch. Korrekt. So, und irgendwo hier sind jetzt Raketen. Ah, da. Und das tauschen wir jetzt bitte auch schön hier gegen den Scheiß hier ein. Eins weniger. Kawum. Ich muss hier raus. Jo Leute, und damit haben wir die Mission auch schon abgeschlossen. War mehr oder weniger einfach. Und wir haben jetzt einen Granatwerfer im Handgepäck. Supi. Ein Skillpoint earned, ja. Bringt jetzt nicht wirklich was. Was wir aber tun, wir holen uns anstatt den Raketenwerfer unsere Pistole wieder. Okay. Das ist immerhin meine Lieblingswaffe. Und jetzt gucken wir mal kurz. Jawohl, da steht die Kiste. Schön. Da kann man das Ding hier gleich auffüllen. Und das hier doch auch gleich mal. Okay, da haben wir nichts mehr für. Egal. Dann gucken wir mal kurz auf Crafting, was wir für Weapon Holster noch mal brauchen. Deerhide, okay. Map, gucken wir mal kurz nach Deerhide. Wie hier irgendwo Deer-Geschichte finden. Da, okay. Dann gehen wir damit Fast Travel hin. Weil das ist doch relativ sehr wichtig, weil wie ihr gesehen habt, wir auf jeden Fall eine Waffe brauchen. Oh ja, perfekt, dann können wir hier gleich mal gucken. Ah ne, warte, das wollten wir erst holen, wenn wir den dritten Waffenslot haben. Okay. So, hier steht für uns gleich ein Auto bereit, perfekt. Wenn auch ein porthässliches. So. So. Jetzt kann man da wenigstens rausgucken. Und dann fahren wir mal hier auf die Suche. Das war gar keine Straße. Lol. Das war jetzt natürlich eine super Aktion. Warte mal. Ich will die Karre aber haben hier. So geht das nicht hier. Jawohl, geht doch. Guck mal, 400 Meter, naja gut. Ist, glaub ich, machbar. Gut oder fein? Weiß ich noch nicht. Okay, gut. Achtung, Kollegen, muss hier mal durch. Danke. Alter, diese Brücke heftig. Das ist das Blöde bei solchen Karren, da kannst du nie rausgucken. Ey, da kannst du dich nur auf die Karte verlassen, dass die schon irgendwie stimmen wird. Was meistens zum Glück der Fall ist. Jetzt fahren wir hier einfach schnell hin, weil hier müssen wir eh jetzt raus. Hier irgendwo jetzt Ausschau halten. Zumindest wissen wir, dass jetzt hier wieder was spawnt. Bin ich wieder völlig umsonst hier rumlaufen. So wie letztes Mal und vorletztes Mal. Haben wir hier irgendwelche Freunde, weil hier brennt ein Feuer. Hallo? Jemand zu Hause? Na egal, dann gleich mal die Moneten klauen. Okay, haben wir hier noch irgendwo... Ups.
So, was haben wir hier? Nix mehr. Nix mehr, nix mehr. Leckt nur ein bisschen. Mehr ist hier auch nicht. Supi. Da oben, jawohl. Waffe wechseln. Alter, warum leckt das jetzt hier so? Hör auf, wieso zu lecken? Ey, was geht denn schief? Ich kapier's gerade nicht, warum leckt das jetzt hier so? Warum leckt das jetzt so, verdammt? Mir ist jetzt schon wieder so an wie letztes Mal, ey. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall ein so ein Tierding hier, so eine Tierhide. Und dann holen wir uns schnell mal noch eins. Oh Leute, tut mir jetzt echt leid, dass das jetzt hier so rumleckt. Moment mal kurz. Mal ganz kurz gucken, warum. Hab eigentlich nichts geändert und nichts verändert. Ich habe die ganze Zeit nur gezockt und jetzt hier fängt das so derbe an zu lecken. Hier, wo eigentlich kaum was zu rendern ist. Naja, Leute, ich beende hier mal ganz kurz die Aufnahme und hoffe, wir sehen uns gleich mehr oder weniger nahtlos wieder. Bis gleich. Ciao, Leute. So, da bin ich wieder und ja, es hat aufgehört zu lecken. Keine Ahnung, warum es geleckt hat. Ich habe nur kurz die Aufnahme beendet, wieder gestartet. Jetzt geht wieder alles flüssig. Mehr oder weniger flüssig, so. Ganz 100% flüssig nicht, aber gut, egal. Wir haben unser zweites Viech und damit bin ich zufrieden. Brauchen wir mehr? Ich glaube nicht. Okay, jawohl. So, und hier brauchen wir Sharkskin. Was wir auch relativ leicht bekommen werden, hoffe ich. Warum die Kacke jetzt hier back und gut ist. Wir holen uns nämlich da oben den Drachen, den ich gerade so beim Umgucken durch Zufall gesehen habe. Den packen wir uns und dann fliegen wir direkt mal zum See oder Meer oder was auch immer darunter. Das ist nämlich hier. Ja, Leute, hier ist es. Wer sich noch erinnern kann, Medusa-Mission war hier unten, ne? Schöne Aussicht nochmal da drauf. Irgendwo hier war jetzt... Warte mal, komm, wir holen uns hier gleich noch zwei Tierchen und dann haben wir auf jeden Fall von denen genug dabei. So. Weil irgendwann brauchen wir wieder Deerhide und dann gehen wir wieder hier los für nix. Ist das andere Ding jetzt mehr? Ah, da. So. Ne, komm. Da können wir jetzt mal getrost drauf kacken. Irgendwo hier war doch der Drache. Wo ist der, verdammt? Da oben ist er. Ach du Scheiße. Okay. So, da haben wir grüne Blätter. Das ist gut. Die nehmen wir auch gleich mit. Vorne sind noch mehr grüne Blätter. Zip. Schön. Da packen wir uns hier das Drechlein hier und los geht's, ne? Und Schussflug. Nee. Okay, nicht übertreiben. Flatsch. Perfekte Bruchlandung. Jetzt gehen wir mal hier kurz an Land. Weil Haie kann man gar nicht so ohne weiteres töten. Dafür braucht man eine Waffe. Und Waffen kann man leider nur über Wasser benutzen. Das heißt, wir müssen jetzt hier drauf warten, dass hier ein Hai vorbeischwimmt. Warte mal, wir können mal kurz gucken auf der Map. Ja, hier ist Haigebiet, also. Sollten sich... Ah ja, geht doch. So. Unser erster Hai ist schon mal sicher. Jetzt müssen wir aufpassen, dass jetzt hier nicht gleich vom nächsten
herschwimmenden Hai abgestochen werden. Abgestochen. Getötet werden. Ja, Luft, Luft, ich weiß. Hey, Jason, du Lappen. Na. Komm, jetzt, komm. Jawohl. Okay, Sharkskin haben wir auch gleich mal. Ja, ich weiß, Luft, Luft. Ich kann auch nichts daran erinnern, wenn du so lahm bist. Oh, oh, da kommt der nächste Hai. Komm. Hoch da. Aua. Aua. Jason, geh da hoch. Stell dich da hin. Stell dich da hin, Jason. Los. Jason, stell dich jetzt da hin. War das letzte Mal jetzt so ein Zufallstreffer oder was? Ich stehe doch wohl jetzt hier, oder? Nein. Ist er jetzt tot? Nein. Stirb jetzt! Na klar, kommt noch ein nächster. Ey, wenn wir jetzt hier sterben, dann raste ich aus. Ja klar, jetzt sind sie natürlich gestorben. Ja gut. Go talk to Willis. Ja, ich weiß, ich gehe ja gleich zu Willis. Bleib mal ruhig. Erstmal hier ein bisschen ausrüsten. Wird ja wohl nicht verboten sein. So, und da liegt der zweite. Gut. Einwandfrei, meine Freunde. Ja, stirb. Komm, schwimm, 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 schwimm. Los, 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 los. Go, 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 go. Go, Jason, go. So. Freunde? Ja, Freunde, schön. Ja, Lichthupe, gute Idee. What? Lol. Man kann die also zum Aussteigen bringen. Ja, wunderbar. Nö, ihr könnt ruhig weiterfahren. Ich brauche kein Auto. Ich werde nämlich gleich mit Fast Travel in eine Stadt abzischen. Ja, okay, dann haben wir jetzt... Ah, Sharkskin, da brauchen wir auch nochmal einen für. Na gut, komm. Wenn wir schon hier sind, dann machen wir uns das auch zunutze. Und holen mal mindestens... Was fällt euch denn eigentlich ein hier? Seid ihr blöd oder was? Habt ihr hier meinen Freund umgefahren? Nö. Na, dann ist ja nicht ganz so schlimm. Und zwar hopsen wir jetzt mal hier ein bisschen über die... Felsen. Oh Gott, jetzt wird's Nacht, ey. Ja gut, dann... Mein Zeichen, mehr oder weniger die Aufnahme zu beenden. Aber einen Shark will ich wenigstens noch erwischen. Komm. Schwimmen da hinten Sharks rum? Nee, Spiegelungen. Haben wir hier irgendwo einen? Komm, jawohl. Oh Gott. Ja, okay, das wird jetzt kritisch. Können wir hoffen, dass der nah genug rankommt. Jawohl. Perfekt. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz hier an Land. Und halt auf Map. Und gehen nach hier hin. Nein, Outpost ist kacke. Manaki Town, jawohl.
Gehen wir mal zurück nach Amanaki, die erste Stadt, in der wir waren, in der alles angefangen hat. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. Wir sind zurück. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.